Willkommen bei AI Digital. Ich bin Alpa und heute sprechen wir darüber, wie ihr Apps auf eurem Poco X3 aktualisieren könnt. Wir müssen hier zwischen zwei App-Arten unterscheiden. Das eine sind System-Apps, also Apps, die quasi in dem System zum Beispiel von dem Hersteller mitgeliefert werden. Und das zweite sind Apps, die ihr euch dann im Google Play Store gekauft oder heruntergeladen habt. Das erste, was wir uns jetzt anschauen, sind die systembeiten Apps. Hierfür gehen wir einmal auf die Einstellungen und sehen dann hier schon ganz oben den Punkt Updates für System-Apps. Wir gehen da einmal drauf und sehen dann auch schon, dass hier steht Updater für System-Apps. Dann haben wir hier alle möglichen Informationen über Apps und letztendlich steht hier insgesamt 114,9. Was ich etwas doof finde, ist, dass man tatsächlich hier in der Übersicht erstmal gar nichts so sehen kann, weil das Ganze tatsächlich hier so abgeschnitten ist. Was passiert denn, wenn ich da einmal drauf gehe? Passiert gar nichts. Also das ist eine Sache, die nicht so super ist. Man soll also irgendwas aktualisieren, aber weiß nicht, was es ist. Aber aktualisieren ist eigentlich immer gut. Also sagen wir hier einmal alle aktualisieren. Definitiv alle aktualisieren. Update all apps now. Ja, machen wir. Also verbindet er sich jetzt einmal und wir sehen jetzt auch schon, hier wechselt er bei allen erstmal auf die 0% und wird dann erstmal, hier sehen wir es dann auch schon, mit der Aktualisierung der einzelnen Apps anfangen. Je nachdem, wie groß die Datei ist, hier zum Beispiel sind 6,9 MB, hier sind 6 MB, installiert das hier auch schon, überprüfen und man kann einfach dem Ganzen auch schon schön zuschauen, wie er das Ganze eben direkt installiert und dann Stück für Stück alles durchführt. Das geht auch tatsächlich relativ fix, deswegen machen wir auch keine Unterbrechung, sondern schauen einfach mal zu, wie er das Ganze einmal installiert. Wenn wir dann damit fertig sind, dann können wir dann auch schon direkt auf den Google Play Store wechseln. Also wir warten jetzt erstmal, bis er hiermit komplett fertig ist. Und dann sind wir erstmal tatsächlich mit der Aktualisierung der System-Apps soweit durch. Also wir sehen jetzt hier Update für System-Apps. Der installiert jetzt noch die letzte hier, diese Quick-App. Da warten wir noch kurz. Und dann alle Apps sind auf dem neuesten Stand. Super. Und hier gibt es auch gar keine System-Apps. Klasse. Das zweite, was wir machen, ist, wir wechseln jetzt einmal nochmal auf die Übersichtsseite und gehen dann hier einmal in den Play Store rein. Und ihr habt euch... Und das ist eure normale Übersicht. Ihr habt euch ja mit Sicherheit schon irgendwelche Apps heruntergeladen. Entweder habt ihr sie gekauft oder ihr habt sie sonst irgendwie heruntergeladen. Und dann könnt ihr hier einmal über diese drei Striche, könnt ihr einmal reingehen und dann auf Meine Apps und Spiele. Wir gehen da einmal drauf und dann sehen wir hier schon, keine Probleme gefunden. Apps wurden um 14.47 Uhr geprüft. Man kann das auch einmal aktualisieren. Das ist erstmal die Play Protect Prüfung. Und ansonsten kann man das hier auch einfach mal gucken, okay, gibt es denn hier ausstehende Updates? Hier sehen wir Google Drive, Google One, Google Play und alles Mögliche, was man hier an Apps hat, die eben aktualisiert werden können. Und das Einzige, was man dann machen muss, ist einmal auf alle aktualisieren klicken und dann wird er auch hier das Ganze einmal jeweils herunterladen und dann eben installieren, so wie ihr das eben bei den System-Apps auch kennt. Je nachdem, wie groß hier die Apps sind, können das natürlich auch wieder ein Stückchen dauern, aber auch das solltet ihr regelmäßig machen. Hier natürlich besonders wichtig, weil nämlich manche Apps dann vielleicht nicht mehr richtig funktionieren, wenn ihr sie nicht aktualisiert habt. Also regelmäßig hier reinschauen, aktualisiert einmal eure System-Apps und eure Apps aus dem Play Store. Ja, das war's dann auch schon für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal. Ansonsten freuen wir uns aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.